Ich will mit Photopea einen Farbstich korrigieren. Mein Name ist Pirmin Lehner. Photopea hat hier unter Bild anpassen ein paar Korrekturmöglichkeiten. Erstens die Tonwertkorrektur. Das Tastaturkürzel ist Ctrl und die Taste L. Oder Gradationskurven, Ctrl M. Und natürlich gäbe es hier noch Belichtung, Dynamik, Farbton, Sättigung und so weiter. Aber ich glaube, mit diesen beiden kriegen wir das sauber in den Griff. Ich starte mit der Tonwertkorrektur. Ich habe hier ein Bild. Das Bild hat eindeutig einen Blaustich. Das passiert zum Beispiel in der Natur an einem Waldrand. Das andere Bild hat einen hässlichen Gelbstich. Ich weiß, es war ein Sonnenuntergang, aber irgendwie so gelb war es doch wiederum nicht. Also wir korrigieren beides. Hier beim Blaustich mache ich nun zuerst die Tonwertkorrektur mit Ctrl L. Es erscheint dieses Diagramm hier. Was stellt es dar? Hier links habe ich die ganz dunklen Bildpunkte, hier rechts die ganz hellen, also weißen Bildpunkte. Und wenn man sich nun vorstellt, man würde jedes Pixel aus diesem Foto hier wie in einem Sandkasten fallen lassen, dann sehe ich, es hat nicht sehr viele dunkle, es hat doch einige sehr helle Bildpunkte. Man hat gerne ein ausgewogenes Bild von dunkel bis hell. Also wenn hier dunkle Bildpunkte fehlen würden, dann wäre das Bild irgendwie nicht richtig satt, und hier rechts, wenn hier die weißen, hellen Bildpunkte fehlen würden, dann ist das Bild irgendwie zu dunkel. Aber Sepp hat irgendeinen Blaustich. Was ist falsch? Ich gehe mal in diese einzelnen Farbkanäle. Hier oben steht RGB, also Rot, Grün, Blau. Ich wechsle mal in den Rotkanal und schaue mir diesen Kanal an. Ich sehe, es hat sehr wohl dunkle Rot. Aber die hellen Rot, die fehlen. Also hier hat es gar keine Pixel. Jetzt packe ich diesen weißen Tupfer und stelle den hier an den Hügel. Klar, wenn ich es übertreibe, dann sehe ich, jetzt wird es rot. Und ich stelle ihn gerade hier hin. Und wenn Sie aufs Bild schauen, dann sehen Sie, plötzlich geht es dem Sepp schon viel besser. Also sein Blaustich im Gesicht ist schon weg. Ich wechsle mal in den Grünkanal. Der ist gar nicht schlecht, es hat dunkle Punkte, dunkle grüne Punkte, sonst könnte ich hier das noch ein bisschen nach rechts ziehen. Und hier will ich noch hellere Grünpunkte. Ich weiß, jetzt würde Sepp immer grüner, das will ich ja nicht, aber hier ein bisschen. Und noch den Blaukanal. Und jetzt sehe ich, ja, dem Blaukanal, dem geht es ganz gut, es hat sehr wohl helle blaue Punkte. Und hier vielleicht noch ein bisschen nach rechts. Klar, diese hellen blauen Punkte, die kommen hier vom Hemdkragen. Und jetzt dünkt mich, geht dem Sepp doch prima. Okay? Und wenn ich hier oben beim Protokoll wieder zurückgehe, dann sehe ich doch einen wesentlichen Unterschied. Ich mache dasselbe beim Gelbstich. Jetzt geht es natürlich wirklich schnell. Also Ctrl L. Jetzt bin ich hier gerade im Blaukanal gelandet. Ich schaue mir mal das Ganze an. Ich sehe hier im Gesamten fehlen helle Bildpunkte. Aber irgendwie ist das Problem nicht über alle Farbkanäle. Also wechsle ich hier wieder zu Rotkanal. Da stimmt etwas nicht. Ich ziehe das an den Hügel. Hier links ein bisschen nach rechts. Dann den Grünkanal. Uiuiui. Ich ziehe das nach links bis an den Hügel und noch den Blaukanal. Ah, da ist es ganz schlimm. Jetzt ziehe ich auch das noch nach links und schauen Sie auf das Bild. Plötzlich geht es dem Bild wirklich viel besser. Und jetzt sieht es etwa so aus, wie es tatsächlich war. Okay? Und der Unterschied ist doch ziemlich gravierend und das ganze Bild sieht viel frischer aus. Ich erkläre nochmals, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe das Histogramm geöffnet, hier gerade im Histogramm den Rotkanal, und im Rotkanal fehlten hier die ganz dunklen Rotanteile und hier die ganz hellen Rotanteile. Ich habe im Histogramm das weiße Quadrat nach links gezogen. In Wirklichkeit habe ich eigentlich dieses Rosarot nach ganz rechts gestellt und einfach behauptet, das sei das hellste, also beinahe weiße
rot. Zudem habe ich hier links das schwarze Quadrat nach rechts gestellt und behauptet, dieses sehr dunkle Rot sei praktisch schwarz. Also ich habe das ganze Spektrum auseinandergezerrt und nachher sieht es dann eigentlich so aus, es hat Lücken gegeben, nur merkt man das dem Bild nicht wirklich an, aber es fehlen nun tatsächlich hier Bildpixel in diesem Bereich und hier auch, aber dem Bild sieht man das eigentlich gar nicht an. Wenn ich nun aber bei einem Bild, nachdem ich eine Tonwertkorrektur gemacht habe, nochmals eine Tonwertkorrektur mache, also nochmals Ctrl-L, dann sehe ich, ja tatsächlich, hier hat es irgendwie Lücken gegeben. Macht nichts. Auf die Schnelle ist es eine super Möglichkeit, ein Bild zu korrigieren. Wer das besser machen will, macht das mit einer Gradationskurve, dann fehlen keine Bildanteile, sondern diese Bildpixel werden verschoben. Das im nächsten Film.